Überall auf der Welt jagen Menschen den Geschäften hinterher. Oft ihr ganzes Leben. So wie ich. Doch schon mein Großvater hat immer gesagt, jenseits von falsch und richtig liegt der Ort des Vertrauens. Und da sollten wir uns treffen. War ich damals auch so? Oder glauben diese Business-Grünschnäbel, operative Hektik ersetzt geistige Windstille? Oh, das ging aber schnell. Ach, Kinnings, das Leben ist zu kurz für lange Meetings. Denk doch mal in Ruhe über meinen Vorschlag nach. Wenn's hakt, sollte man Pause machen. Oder wie bei diesem Seminar wenigstens die Vorhänge auf. Na, und bei solch einem Ausblick sowieso. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Aber Männer fragen ungern nach dem richtigen Weg. Das ist ja ein richtiges Tagungscenter hier. In bester Lage. Für mindestens 400-500 Leute. Und wie man sieht, lassen es sich die Tagungsgäste richtig gut gehen. Sogar mit Frontcooking. Ja, die haben hier wirklich üppig aufgetafelt. Denn erfahrungsgemäß verzehren 10% der Anwesenden auf Kongressen 90% vom Pausenbuffet. Wirklich eine... Oh. Wer hier nicht alle schon getagt oder genächtigt hat, unsere Kanzler und die Kanzlerin, der Fiedel und der Udo. Auch wenn man nicht alle kennt, das kann kein Zufall sein, dass Prominenz sich hier anvertraut. Da sind ja meine Babys und diesmal wird euch nichts passieren. Na, meine gefiederten Freunde, was für ein Ausblick, was für ein Gefühl. Ein guter Ort auch für Geschäftliches. Schön, dann sind wir uns einig. Und denken Sie daran, was ich sagte. Die wichtigste Währung heute ist nicht Geld, sondern Vertrauen.